Wir machen heute zusammen einen veganen No-Bake-Kokoskuchen. Und ich denke, viele von uns mögen Kokos, weil Kokos ist ja so ziemlich das Leckerste, was es gibt. Deswegen habe ich mir gedacht, das Ganze kann man ja auch sehr gut in einen Kuchen verarbeiten. Und als allererstes machen wir jetzt unseren No-Bake-Boden. Ich habe ja vor längerer Zeit schon mal einen No-Bake-Cheesecake gemacht. Und ich verlinke den unten, das ist noch auf dem Bodykiss-Kanal hochgeladen worden. Und jetzt habe ich hier einen No-Bake-Kokoskuchen. Ganz typisch brauchen wir als allererstes Nüsse. Ich habe jetzt eine Mischung aus Walnusskernen und Mandelkernen genommen. Wenn ihr lieber andere Nüsse mögt, könnt ihr auch sehr gerne irgendwelche anderen Nüsse nehmen, wie Pekannüsse oder sogar Erdnüsse, wenn ihr die gerne mögt. Ich mag die zwei sehr gerne und finde die Kombi auch sehr lecker für den Kuchen. Deswegen habe ich da jetzt so eine 50-50-Kombi genommen. Und für den Teig, also für unseren No-Bake-Teig und natürlich auch für die Süße, habe ich jetzt noch Medjool-Datteln genommen. Auch da immer drauf schauen, was für Datteln ihr da am besten nehmt. Ihr könnt in so einem Fall jetzt auch sehr gerne andere Datteln nehmen, sind ja eh verarbeitet am Schluss, aber ich nehme am liebsten meine Medjool-Datteln. Und dann brauchen wir noch eine Prise Salz und ein bisschen Flüssigkeit, also ganz normales Wasser. Und das geben wir jetzt in unsere Küchenmaschine, blenden das ziemlich gut. Ich weiß, viele Küchenmaschinen sind da ein bisschen schwierig und hin und wieder hakt und macht es nicht richtig. Deswegen einfach ein bisschen Geduld mitbringen und immer schön rühren, wenn es nicht weitergeht, sodass es einen schönen klebrigen Teig am Ende ergibt. Als allererstes kleiner Tipp. Ich würde als allererstes die Nüsse erstmal so ein bisschen zerschreddern, damit es nicht später einfach nur einen großen Bollen gibt. Jetzt sind da noch kleine Stücke drin, das macht aber nichts. Ich gebe jetzt die Datteln dazu. Und hier ganz wichtig, nicht alle Datteln auf einmal. Dann habt ihr am Ende einen ganz großen Klumpen und ganz, ganz viel Stress. Deswegen gebe ich jetzt immer schön langsam eine Dattel nach der anderen rein. Jetzt kommt das Salz dazu. Nicht zu viel. Und ich gebe auch gleichzeitig ein bisschen Flüssigkeit schon zur Masse. Ich brauche jetzt gar nicht mehr Flüssigkeit, deswegen tue ich auch nichts mehr rein. Ihr seht, es ist jetzt eine schön klebrige Masse geworden und schon ist unser No-Bake-Kuchenboden fertig. Also schneller geht's nicht. Deswegen können wir den jetzt schon in die Form reingeben. Tada! Ich habe meine Silikonform, die werde ich im Blog verlinken. Im Blog findet ihr wie immer die Zutatenmenge und auch das Förmchen verlinkt, weil es ist so ein Silikonförmchen, das geht immer ganz gut. Damit es aber noch leichter aus der Form rauskommt, nehme ich jetzt ein bisschen Backpapier und stopft das so ein bisschen ins Förmchen rein. So könnt ihr am Schluss das Ganze schön rausheben und habt keinen Stress. Bei den Silikonförmchen ist es eh super. Ihr müsst eigentlich so gut wie nie Butter oder Fett drauf verstreichen, weil die allgemein sehr wenig haften. Aber hier könnt ihr euch noch zusätzlich Butter sparen. Also auf jeden Fall, auch wenn ihr kein Silikonförmchen habt, sondern ein ganz normales Förmchen mit Backpapier drin, könnt ihr euch das zusätzliche Fett auf jeden Fall anderweitig verwenden. Den klebrigen Teig kann ich jetzt in die Hand nehmen. Würde sich übrigens auch hervorragend als riesengroße Powerbob eignen. Ihr könnt jetzt entweder euren Boden einfach zur Seite stellen oder zwischendurch mal in den Kühlschrank. Dann bleibt er schön kühl und wird so ein bisschen härter. Aber eigentlich ist das nicht unbedingt notwendig, weil unsere Füllung ist super schnell fertig. Ich habe jetzt schon bereits die Zutaten für unsere Kokosfüllung aufgetischt. Und alles, was ihr jetzt braucht, ist ein Mixer.
und natürlich noch ein paar andere Zutaten, aber die sage ich euch jetzt. Als allererstes, ganz wichtig, haben wir Cashewnüsse. Und die Cashewnüsse habe ich jetzt nicht einfach so aus der Packung geholt. Das sind auch ungesalzene Cashewnüsse, ganz wichtig, weil wir machen ja einen süßen Kuchen. Ihr wollt ja keinen salzigen Kuchen, gell? Und die habe ich jetzt für circa 2 Stunden in Wasser eingelegt. Meistens sagt man bei so veganen Gerichten mit Cashew, das über Nacht oder 4 Stunden mindestens. Aber kleiner Tipp, wenn ihr die Cashewnüsse in warmes bis heißes Wasser für 1 Stunde so einlegt, dann könnt ihr das auch ein bisschen beschleunigen. Wichtig ist dann nur, das nicht zu lange in dem warmen Wasser so brüten zu lassen, weil sonst fermentiert das ziemlich schnell. Und die Cashewnüsse geben wir als allererstes in unseren Mixer. Ganz wichtig, was braucht man für eine Kokostorte? Natürlich Kokosmilch. Ich nehme jetzt wieder die hier von Aroidi. Die gibt es im Asia-Shop, die gibt es aber mittlerweile, glaube ich, auch bei ziemlich vielen deutschen Lebensmittelgeschäften. Ist halt meine Lieblingskokosnussmilch. Ihr könnt auch irgendeine andere verwenden, wenn ihr die leckerer findet. Und gebt das ebenfalls hier rein. Dann kommt es zum Süßen. Unser Boden ist schon sehr, sehr süß. Deswegen gebe ich jetzt nicht so viel Ahornsirup bei mir in den Kuchen dazu. Ihr könnt natürlich da ein bisschen variieren, ein bisschen abschmecken, ob ihr ein bisschen süßer haben wollt. Ich schreibe euch natürlich in den Blog, wie viel ich genommen habe. Noch eine Prise Salz dazu, als Ausgleich für die Süße. Und weil ich finde, dass süß und ein bisschen salzig natürlich auch immer ein bisschen auf sauer treffen sollte, besonders beim Kuchen, damit der Kuchen auch nicht so ganz schwer schmeckt, nehme ich jetzt noch hier so eine Bio-Zitrone, ganz bisschen von dem Saft und vor allem auch vom Abrieb. Und den Saft nicht vergessen. Nicht zu viel, es soll ja nicht zu sauer sein. Und dann kann unsere Mischung schon auf die Reise gehen. Unsere Masse ist jetzt eigentlich soweit fertig. Ihr könntet sie jetzt so in die Kuchenform geben und dann am besten in den Gefrierschrank stellen. Aber dann wird sie natürlich nicht so wirklich dick, außer ihr serviert das Ganze eher so als Kokos-Eistorte. Da ich das nicht wirklich will, benutze ich jetzt noch ein bisschen Geliermittel. Jetzt habe ich hier dieses hier, ich nehme oft Agar-Agar, aber hier gibt es das beim Dr. Oetker jetzt auch. Vegetarisches Geliermittel, was ich mir selber gekauft habe. Und das muss man jetzt sprudelnd aufkochen und dann gebe ich das ebenfalls dazu. Deswegen nehme ich jetzt so ein Tütchen hier raus und dann koche ich das schnell auf. Ihr könnt auch anderes Geliermittel nehmen. Ich habe jetzt mein Geliermittel mit meiner Kuchenflüssigkeit aufgekocht und habe jetzt noch 100 bis 150 Milliliter Wasser dazugegeben, einfach weil es dann noch ein bisschen besser mit dem Geliermittel reagiert. Ihr könnt auch sehr gerne ohne das Geliermittel oder wenn ihr ein anderes verwendet, 100 Milliliter Wasser dazugeben, dann habt ihr noch ein bisschen mehr von der leckeren Füllungsmasse. Und jetzt gebe ich das Ganze natürlich zu meinem Kuchen. Und jetzt ist mein Kuchen eigentlich soweit fertig. Er muss nur in den Kühlschrank. Wenn es schneller gehen soll, könnt ihr es auch in den Gefrierfach geben. Aber ich lasse jetzt meinen Kuchen ganz in Ruhe im Kühlschrank fest werden. Und nach circa 1,5 bis 2 Stunden ist der Kuchen auch schon fertig und kann aus dem Kühlschrank geholt werden. Und ich hebe den jetzt erstmal hier raus. Ablegen. Und ich versuche ihn jetzt langsam zu lösen. Dabei gucke ich, dass er gleich auf die richtige Fläche kommt, damit hier kein Unglück passiert. Und ganz gefühlvoll das Ganze von der Backschicht drin. Und dann habt ihr ihn schon. Und das Einzige, was ihr jetzt noch tun müsst, ist ihn zu garnieren. Er kann natürlich auch noch in die Gefrierfach kommen, dann könnt ihr noch schöner zerteilen. Und dann müsst ihr nur kurz warten, wenn ihr ihn rausholt und dann taut er umso schneller wieder auf. Aber ich mache mich jetzt auf jeden Fall dran, den schön zu garnieren.
Und wir kommen zum besten Teil, natürlich das Probieren. Als Tipp, ihr solltet ihn auf jeden Fall erst kurz vorm Essen aus dem Kühlschrank holen, weil er natürlich sonst ein bisschen weich wird. Aber egal, schmecken tut er so oder so. Ein Bärchen schön zur Seite. Und ich schneide natürlich die Seite an. So. Und da ist auch schon mein Kuchen. So. Und ihr seht, er ist schon super cremig. Und ihm ist auch super warm, wie mir. Und jetzt probieren wir das Ganze natürlich. Und er schmeckt herrlich nussig, aber gleichzeitig auch sehr stark nach Kokosnuss. Und ein bisschen Säure ist auch dabei. Also auf jeden Fall ein sehr leckerer Kokos-Käsekuchen. Kuchen? Käsekuchen-Kuchen? Der aber vegan ist. Also ich hoffe, ihr macht ihn mal nach und stellt ihn mal schön in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach, besonders bei diesen Temperaturen. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss!